Ich habe nur ein Kreuz auf allen drei Seiten. Und auf der zweiten Seite haben wir die Musikvideos. Geht an die Ende. Die Decke. Hallo, richtige Antwort. Mein Name ist Robert Lauer, ich darf Sie herzlich begrüßen für die später dazugekommenen zum Kurzfilmabend hier im Coopers Number One. Scheiße! Wenn ich einen Film sehe, dann möchte ich einen Film sehen, dann möchte ich sehen, warum da einen Film sehen. Und ich möchte die Schauspielerei vergessen, die Kamera vergessen, ich möchte verzaubert werden, wenn ich da reinschaue. Und in dem Sinne wünsche ich euch gute Unterhaltung. Danke! Hier zum Wir sind Film Kurzfilmfestival, was den Sinn hat, dass man Kurzfilmschaffenden die Möglichkeit gibt, ihre Werke hier öffentlich präsentieren zu können. Wie der Erwin schon richtig sagt, Kurzfilme werden ja leider auch unterschätzt. Wenn in einem Langfilm 90 Minuten drei Szenen so, naja, nicht so passen, dann ist das wurscht. Bei einem Kurzfilm ist das anders. Ein Kurzfilm darf diese Fehler nicht erlauben und daher sind Kurzfilme wesentlich schwieriger zu drehen. Ich darf auch recht herzlich begrüßen Erwin Leder, der hier die Schirmherrschaft übernommen hat und seiner geschätzten Meinung nach besten Kurzfilm hier heute persönlich prämieren wird. Gut, das war's im Grunde. Wir bespielen hier zwei Bildschirme simultan, Hauptbildschirm und der zweite, den wir weiter hinten rein, ist hier näher dann zu sehen. Die Kugelschreiber könnt ihr euch behalten, das Geschenk des Hauses. Wow, danke, Cooper. Falls jemand spenden möchte, dann steht hier am Klavier vorne die Spendendose, entweder anonym oder vorher laut schreit. Ansonsten, glaube ich, fast das jetzt einmal von mir. Gibt es noch ein bisschen Fragen zum Ablauf? Nicht? Gut, dann bleibt nichts anderes übrig, als euch viel Spaß zu wünschen. Es sind wirklich tolle Sachen dabei, wo man sich echt oft wundert, warum man die noch nicht im Fernsehen gesehen hat. Und jetzt werde ich den Hausherrn, den Karl Cooper, bitten, den Block Nummer 1 einzuschalten. Dankeschön. Cooper, Cooper. Einige sitzen ja hier unter uns. Schön war's mit euch. Nein, Scherz. Es ist erst Pause. Ich mache jetzt große Pause, wo wir den Koch ein bisschen stressen können. Mit gleichzeitig Essensbestellungen. Und sobald der Letzte dann fertig ist mit Essen, machen wir dann mit dem Erwin Leder Block weiter. Danke vorerst. Die Kurzfilme haben wir bereits abgearbeitet. Jetzt kommt der sogenannte Erwin Lederblock. Wir kennen den Schauspieler bekannt aus Das Boot, Schindlers Liste und so weiter. Er hat uns hier heute zwei Filme mitgebracht, exklusiv, die sonst nirgends mehr zu sehen sind. Ein Film von Regie Reinhold Bilgey und der zweite Film von Jochen. Dankeschön. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen. Diese beiden Filme sind out of competition, also nicht zu bewerten und nicht zu bewerten. Aber ich wünsche jetzt viel Vergnügen und darf jetzt den großartigen Erwin Leder zu mir auf die Bühne bzw. vorher hier bitten. Was hat das Publikum verdient? Mahagoni und der Kiefer. Ja, es gibt ja auch Eiche und Föhre und ich weiß nicht, was alles gibt auf der Welt. Ne? Erle, ganz seltene Hölzer, was ist der schöne Baum, der so schön rot blüht.
Esche. Eschenholz. Hartes Holz. Super Holz, kann ich nur sagen. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was man davon hat, weil irgendwann kommt jedes Käferl kommt irgendwann immer mit der Esche durch. Das ist eben wurscht. Oder vielleicht eine Urne in Form. Nein, aber was soll ich was erzählen? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Der Film ist entstanden 1999, der letzte eben jetzt, das war Tisch dafür. Und zwar hat den gemacht Jochen Freitag, war in der Arztserie OP-Ruf Dr. Buckner, die RTL produziert hat, 3 Jahre lang auf 35 mm. Muss man sich vorstellen, eine Serie auf 35 mm produziert. Das ist sauteuer. Und da war er Regieassistent. Das war sein erster Spielfilm. Der Jochen Freidank ist heute inzwischen Oscar-Preisträger. Also das war sein erster Film und dann hat er gemacht Spielzeugland. Und so im selben Jahr, in dem auch ich einen Film gedreht habe, der Spielzeugland hieß. Und da er den Oscar gemacht hat, haben wir unseren Film dann umbenannt in Spielzeugland Endstation. So, liebe Filmschaffende, liebe Filminteressierte, die Schlacht ist geschlagen, die Entscheidung steht. Und mir ist die Ehre zuteil geworden, dass ich jetzt gleich einmal den Preis für das beliebteste Musikvideo verleihen darf. Und dieser Preis geht an Beautiful Sound von Silvi. Thank you.
Marie, herzliche Gratulation. Mm-hmm.